Anhalt für den 1826. Wir befinden uns gerade hier Rondorfer Straße und haben hier eine Streitigkeit vor Ort. Machst du den Einsatz bitte auf? Hey, was ist denn los? Hallo? Was ist denn los? Der wollte mich begrapschen und. Ja? Ja! Okay, bleiben Sie mal hier stehen. Bleiben Sie mal hier stehen. Ja. Die Hände aufs Lenkrad. Hände auf dem Lenkrad drauf. Beide Hände am Lenkrad. Was ist denn da los? Machen Sie mal auf hier. Aufmachen. Machen Sie mal auf. Aufmachen. Machen Sie auf oder wir schlagen die Scheibe ein. So, die Hände am Lenkrad sitzen bleiben. So, was ist hier los? Ich habe gar nichts gemacht. Ich habe absolut nichts gemacht. Was ist denn das für eine Verletzung? Die Dame hat was anderes gesagt. Die Dame hat gesagt, sie wollten sie sexuell belästigen. Nein, sie redet so ein Blödsinn. Sowas kommen Sie mal rüber. Kommen Sie mal rüber. Nein, kommen Sie mal her. So, Sie bleiben sitzen, bleiben friedlich, ne? Ja. Alles klar. Kommen Sie mal her. Kommen Sie mal rüber. Kommen Sie mal her. Der wollte mich nicht raus. Ganz ruhig, ganz ruhig. Ganz in Ordnung. Sie kennen sich? Nein, ich weiß gar nicht, wer das ist. Was machen Sie bei dem dann mit dem Auto? Sie sind ruhig. Ja, der hat gesagt, ich soll einsteigen und dann ging das alles total schnell. Warum sind Sie da eingestiegen, wenn Sie den nicht kennen? Ja, ich dachte... Ja? Jetzt bin ich mal gespannt. Ich dachte einfach, der... Sei besser ruhig. Aus dem Mund kommt eh nur Müll sonst. Nein. Okay, du bist auch mal ruhig, hast du ganz gut gesagt. Weil da kommt auch noch Müll raus gerade, ja? Aber trotzdem, sei mal ruhig. Das hört sich schon so irgendwie so ein bisschen an, dass euch kennt hier. Was ist hier los? Ich hab den gebissen, um mich zu wehren. Aber ihr kennt euch, ja? Sieht ja wohl ganz so aus, ne? Brauchst du einen Krankenwagen erstmal dazu? Alles gut. Gut, ich hätte gerne einen Ausweis von dir, ja? Den holst du langsam aus deiner Tasche. Bevor die Beamten das Verhältnis zwischen dem Paar aufdecken können, erscheint plötzlich eine aufgebrachte Frau am Tatort. Sie kann aufklären, wer die streitenden Personen sind. Ich bin die Mutter von Noah. Also von ihm? Das ist mein ältester Sohn. Und die andere, und die Dame kennen Sie auch, oder was? Ja, das ist die Freundin von meinem jüngsten Sohn, von Felix. Ah, okay. Weil die beiden haben gesagt, sie kennen sich nicht. Bitte? Ja. Was macht ihr hier? Das fragen wir uns auch gerade. Also er hat eine Bisswunde, sie wollte aus dem Auto flüchten und hat behauptet, dass er sich sexuell belästigen wollte. Deswegen, bitte was? Und die haben uns gegenüber angegeben, dass sie sich nicht kennen. Deswegen würde mich das jetzt mal interessieren, warum das so gesagt wird. Was ist hier los, Noah? Sie sind die Mutter, ja? Ich bin die Mutter von Noah, das ist die Mutter von ihm. Sie sind die Mutter von ihm, ja. Das ist mein Ältester. Also das ist der Noah, das ist Luna. Wer ist er dann? Wer ist sie? Luna. Das ist die Freundin von meinem jüngsten Sohn. Felix. Aber sie kennen sich aber, ja? Die kennen sich, wissen wir auf jeden Fall. Natürlich kennen die sich. Okay. Was soll das? Man erzählt ihr uns jetzt hier von Tinne. Stimmt der vorher schon nicht? Einfach ein Auto einsteigen, nicht wissen, was man da will. Das kommt mir also ein bisschen spanisch vor. Also ihr kennt es ja doch, oder? Die wohnt sogar seit 2 Wochen bei uns. Also Luna, sag mal. Das verlogene Miststück. Bleib besser ruhig, bleib wirklich besser ruhig. Nee, jetzt pass mal auf, Freund. Also gibt 2 Möglichkeiten. Entweder lässt du uns das reden jetzt hier oder wir gehen einfach mal mit der 8 hinten in den Wagen rein. Das ist für dich Feierabend hier. Das würden wir uns jetzt gerade auch gerne mal fragen. Wollt ihr uns nicht mal erklären, was denn jetzt los ist hier? Diese Käbelei im Auto, was ist denn da passiert? Nix. Ja, sag doch mal was dazu. Es war keine große Sache. Sondern? Es war einfach keine große Sache. Es ging nur um eine kleine Streitigkeit, Mini-Auseinandersetzung. Das passiert schon mal, wenn man halt 2 Wochen aufeinander hängt. Sind Sie irgendwie zusammen auch noch irgendwie? Nein. Aber Sie wohnen nur bei der Mama. Ja. Bei ihr. Okay. Ich habe mir gerade mal das Auto angeguckt. Der Joint in der Mittelkonsole, haben Sie den geraucht? Oder nein, hat den hat sie geraucht. Bitte? Den haben Sie geraucht. Sie ist die Kifferin von Sie uns. Ist die Kifferin. Ich nehme keine Drogen. Sehe ich so aus, als würde ich Drogen nehmen? Okay. Ja, aber mein Sohn auch. Mal einmal den Ausweis. Wo ist der Ausweis? Wie alt sind Sie? Ich bin 19. 19, okay. Noah, du nimmst doch keine steht Drogen. Jetzt, natürlich nicht. Es steht ja jetzt der Verdacht im Shop. Jetzt mal ganz ruhig. Moment, ganz ruhig. Also steht jetzt gerade mal ein Verdacht im Raum, dass hier Drogen konsumiert worden sind, ne? Ein Joint. Eventuell sogar mehr, weil das habe ich auch noch im Fußraum gefunden. Eine Liste. Das sieht aus wie eine Einkaufsliste, würde ich sagen. Sarah, also, Nina, Vanessa, Anna, wer ist das? Das ist gar nicht mein Auto, ich weiß nicht, was da. Ich sag mal, der lag bei Ihnen im Fußraum. Da befragen wir Sie jetzt zu. Ja? Also ich belehre Sie jetzt erstmal, Sie sind zumindest Beschuldigter. Eventuell Handel mit Betäubungsmitteln, eventuell sogar Verzehr von Betäubungsmitteln. Ja? Nein. Da belehre ich Sie jetzt einmal, da brauchen Sie nichts zu sagen. Sie müssen uns gegenüber Personal angeben. Ausweis hast du von Ihnen schon? Der muss irgendwann im Auto raus. Also, Sie haben mit dem Zettel jetzt nichts zu tun, nein, ja? Ich habe mit Drogen und mit dem Zettel nichts zu tun. Wir werden Sie trotzdem gleich mal bitten, die Taschen auszuleeren. Das gleiche werden wir bei dem Kollegen machen, ja? Weil der Verdacht schon naheliegt, dass mehr Betäubungsmittel da sind. Die Durchsuchung des jungen Mannes verläuft ergebnislos. Da die Polizeibeamten die Frau nicht körperlich durchsuchen dürfen, nehmen sie das Auto genauer unter die Lupe.
Ja, wir haben ja jetzt den Verdacht hier, dass eventuell was mit BTM, diese ganze Geschichte hier zu tun haben könnte. Und klar, jetzt gucken wir uns natürlich das Auto noch mal ein bisschen genauer an, ob wir jetzt hier irgendwas finden sollen. Ja, ganz bekannte Verstecke hier, Verbandskasten im Kofferraum irgendwie. Aber wenn wir was finden sollten, dann werden wir es auf jeden Fall finden. Okay, wir gehen aber auf die andere Seite. Der Kollege hat das Auto durchsucht. Einen Ausweis hast du auch nicht dabei, oder was? Nee. Keine Handtasche mit. Gibt es eine Frau, die ohne Handtasche aus dem Haus geht, oder was? Einmal hier, hinstellen bitte. Gar nichts dabei. Keine Handtasche mit. Nein. Schon unüblich, ja? Während die Mutter den Vorwurf gar nicht fassen kann, führt Mark Westerhofen mit ihrem Sohn im Polizeiwagen einen Drogenschnelltest durch. Dieser soll die angebliche Unschuld zweifelsfrei beweisen. Wir machen jetzt Folgendes. Alles geschieht natürlich freiwillig. Ne? Wir brauchen eine Speichelprobe von dir. Dafür bitte ich dich, den Mund einmal zu öffnen. Du kannst aufmachen hier. So. Danke. Wir mal hier testen. Es dauert jetzt gerade ein bisschen was, da müssen wir gerade mal warten, was der Test da ergibt. Was mit der Verletzung da? Wie schaut das so aus? Alles gut. Du solltest aber trotzdem mal mit zum Arzt gehen. So, und du sagst definitiv, du hast nichts geraucht, das hat sie gemacht. Genau wie die Liste und all den anderen. Was hat mit der Liste auf sich da? Was sind das für Namen, die da draufstehen? Und das soll sie am besten selbst erklären. Sie weiß Bescheid. Ich kann da ja nicht viel zu sagen. Okay. So. Ja, das sieht so aus, als wenn du gar nichts hast. Das ist richtig. Gut. Prima. Dann einmal bitte wechseln. Damit ist zumindest bewiesen, dass der junge Mann nichts konsumiert hat. Ob er etwas mit dem Handel der Betäubungsmittel zu tun hat, soll sich gleich herausstellen. So, mal gucken, was das Ergebnis betrifft hier. Oh, also du sagst definitiv immer noch, du hast nichts geraucht, ja? Ich habe hier auf jeden Fall einen Wert, der zeigt an, dass du wahrscheinlich Cannabis geraucht hast. Hm? Nur hat mich gezwungen. Nur hat mich gezwungen, das zu rauchen. Gezwungen? Als ob ich dich zwingen würde. Natürlich. Warum? Ich, Moment mal, da fällt mir gerade auf. Also da brennt Licht in der Apotheke. Normalerweise ist sie jetzt geschlossen. Cannabis. Stimmt. Und Sie arbeiten hier, oder was? Ich arbeite hier. Sie haben einen Schlüssel dafür? Ja. Müssen wir vielleicht mal... Da darf jetzt keiner mehr drin sein. Nein. Sie arbeitet die Chefin. Das Licht ist an. Ja, was machen Sie hier? Sie reinigen die Apotheke, aber ich finde den Schlüssel nicht. Also wird immer suspekt der Fall. Jetzt wird hier gezwungen. Cannabis zu rauchen. Der Schlüssel ist weg. Wo haben Sie ihn zu Hause vergessen oder was? Nein, keine Ahnung. Ich habe den eigentlich in der Tasche. Ich wollte jetzt hier zum Reinigen. Geh mal kurz gucken. Das ist ungewöhnlich. Komm mal mit. Sonst ist er immer um die Uhrzeit zu, oder was? Ja. Kommt jetzt beide mal mit. Kann der Schlüssel irgendwie abhanden gekommen sein? Da steht da eine Person hinter. Guten Tag. Felix? Felix, wer ist Felix? Das ist Felix? Mein jüngerer Sohn. Was machst du hier? Was machen Sie hier? Oh, mein Schlüssel, sag mal. Was machst das, du hier? Das ist aber Ihr Sohn, ja? Kommen Sie einmal hinten rum, sonst hole ich Sie da weg. Was, Felix, wem, was machst du denn? Wem gehört die Tasche hier vorne? Wem gehört die Tasche? Das ist meine Tasche. Das ist Ihr? Sie haben eine Frauenhandtasche, oder was? Ja. Wollen Sie mir das jetzt... Also irgendwie ist hier alles jetzt ein bisschen suspekt. Im Vorfeld haben wir versucht, den Sachverhalt mal zu klären. Und da ist ja schon mal ein Begriff, nämlich eine Tasche, gefallen. Aber es war keine Tasche aufzufinden. In der Apotheke selber war eine Damentasche zu finden. Das war dann diese hier. Und da befand sich dann auch ein Portemonnaie drinnen, unter anderem. Und in diesem Portemonnaie war auch ein Ausweis drinnen. Deswegen konnten wir diese Tasche wegen dem Portemonnaie und dem Ausweis schon der Luna dann zuordnen. Und wir haben da noch andere Sachen drin gefunden. Was ist das hier? Wie gesagt, ich habe Felix die ausgeliehen. Cannabis. Gibt es das in der Apotheke oder was? Cannabis? Ja, schon. Verschreibungspflichtig. Felix meine Tasche ausleihen. Haben wir noch? Also jetzt habe ich langsam die Schnauze voll von dem Mensch, ganzen Kapitän. Sag doch die Wahrheit! Also, sag endlich jetzt die Wahrheit! Sag mal, Felix, ihr habt doch nichts mit Drogen am Hut! Oh, ich hab euch doch gut erzogen, sag mal! Ich hab keine Menschen, die Drogen geklaut haben. Ich hab das Cannabis geklaut. Was? Nein! Bist du bescheuert? Erzähl die Wahrheit, Mann! Blöde Wahrheit! Weißt du es doch, meine Freundin, weißt du ganz genau, dass wir es verkaufen? Du weißt es doch. Ihr? Erzähl die Wahrheit, Felix! Ich hab die Schnauze voll gestrichen. Also, das ist die Wahrheit. Ich hab die Drogen geklaut. Okay, gut. Wenn du darauf bestehst, dann nehmen wir dich jetzt mit. Ja, du weißt, was hier blüht. Bist du bescheuert? Sag mal. Luna, du brückst uns das alles ein.
Dann sag du doch mal wenigstens was. Ist das alles nur Luna, wegen dir? Luna, sag die Wahrheit! Felix, du musst nichts sagen. Felix, gut, sag ja? doch die Wahrheit. Pass mal auf, ihr haltet jetzt beide mal den Ball flach. Jetzt reicht es langsam, ne? Also jetzt hier ist ein Cut ganz kurz. Wir gehen jetzt gerade mal darüber. Und ich möchte jetzt gerade mal mit dir alleine reden. Das ist alles noch mir ein bisschen zu vage hier. Was ist hier los? Wer hat hier wen jetzt angestiftet? Felix hat doch gerade gesagt, er hat die Drohung. Ich habe damit nichts zu tun. Ja. Er wollte sich meine Tasche ausleihen. Glaube ich nicht. Die Tasche, die ist ja auch da. Du hast BTM konsumiert, also einen Joint geraucht. Ja, und du sagst hier, du hast überhaupt nichts mit der ganzen Sache zu tun. Dann hast du uns gerade draußen erzählt, dass ihr da angegrapscht worden bist hier und so. Das stimmt vorne und alles nicht hier. Womit reicht sie? Sie hat die scheiß Drogen geklaut. Okay. Sie hat's geklaut. Du hast den Schlüssel von meiner Mutter geklaut, stimmt's? Und du bist hier eingebrochen. Wir wollten einfach nur die Drogen zurückbringen. Und sie lügt hier nur so eine Scheiße rum. Ich kann es nicht mehr hören. Echt, es reicht endlich. Es reicht. Moment mal, kannst du das noch mal erklären? Das habe ich jetzt nicht ganz verstanden. Also sie wohnt ja bei euch und hat deiner Mutter den Schlüssel geklaut und ist hier eingebrochen. Oder was? Wir sollten sie abholen kommen. Wir kommen gerade vom Training und dann haben wir die Drogen gefunden und den Schlüssel. Ihr seid vom Training, habt sie hier mit der Tasche angetroffen und habt dann festgestellt, dass das Zeug da drin war oder was? Ja. Und jetzt wolltest du wieder hier reingehen, weil es deine Freundin ist, das zurückbringen. Ich wollte nur, dass sie ihren Job behält. Ja. Wir wollten einfach mal Drogen zurückgehen. Und ich lasse dich noch bei mir wohnen. Was seid ihr für ein Lutscher, ey, ganz ehrlich, ne? Ich raste aus! Ganz ehrlich, was seid ihr für welche? Hammer! Okay. Richtige Endgültig vorbei. Pass mal auf, Luna. Komm, sagen, ey. Einmal die Hände auf den Rücken. Einmal die Hände auf den Rücken. Ich würde sagen, ey, seht ihr? Ich hab doch gesagt, reicht, ey, alles. Aua, das tut weh. Ja, dann nicht mehr. Hör auf, das tut weh. Dann tut's auch nicht weh. So. Pass mal auf, du bist jetzt festgenommen, vorläufig hier, beschuldigt im Strafverfahren, brauchst gar nichts mehr auszusagen. Wir nehmen dich mit zur Dienststelle, ich bringe dich gerade zum Auto. Denkst du nur gleich an die Tasche? Was seid ihr für eine Gott, Familie, Alter? Tolle Jungen, ich habe super tolle Jungen. Gut, also ich würde sagen, das ist geklärt. Schlüssel haben Sie. Wir müssten noch den Besitzer vielleicht anrufen, der soll noch mal Bestandsaufnahmen machen, was hier alles geklaut worden ist. Die Tasche stellen wir erstmal sicher. Mhm. Da sind ja die Medikamente noch drin, das stellen wir auch noch mal sicher. Es wäre nicht schlecht, wenn Sie ihn mal anrufen, solange wie wir hier sind, dass der vorbeikommen kann, ja, dass der eine Bestandsaufnahme machen könnte. Ja? Nichtsdestotrotz habt ihr gut gemacht, ja, wenn die Geschichte wirklich so stimmt. Trotzdem würde ich euch bitten, mal rauszugehen. Ja, nicht, dass hier noch einer drin ist. Ich habe schon tolle Jungs. Das gebe ich Ihnen recht. Alles gut. Die junge Frau muss sich wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz, Vortäuschen einer Straftat, falscher Verdächtigung und Diebstahls verantworten.